Wow, Superheldenmädchen, die ab und zu die Welt retten, sind toll. Aber was passiert, wenn eine von ihnen beschließt, schwanger zu werden? Schaut's in unserem Video. Hier, nimm was. So viel Geld. Ich liebe meinen Job. Phew, ich bin endlich zu Hause. Wer sind diese Typen? Oh nein. Warum ist sie grün? Erkennst du mich nicht? Ich bin Hunt Girl. Wo sind deine Muskeln? Oh. Was könnte schlimmer sein, als ein schwangeres Hulk Girl wütend zu machen? Wie war das nochmal mit den Muskeln? Wir sind erledigt. Und dann kommt der Held ans Fenster. Ich bin müde. Mach mich nicht wütend. Komm zum Fenster und sieh die grüne Schönheit. Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Du bist schwanger? Hey, das ist voll cool. Wow, du hast schon einen bunten? Klar, halt ihn mal. Er ist so klein. Ich leg dich hier rein. Das ist ein Wunder. Es scheint, dass sogar Flashboys Kinder in Lichtgeschwindigkeit ranwachsen. Ist mein Sohn jetzt ein Schuljunge? Naja. Dad, ich habe meinen Abschluss. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich bin definitiv noch nicht bereit. Ich muss los, ich bin spät dran. Nicht so schnell, Mr. Blitz. Er drängelt schon. Oh, lass uns mal anfassen. Lass die Hände vor meinem Bauch. Eine Superheldenmama zu sein ist cool, denn man kann sich vor neugierigen Freunden mehr schützen und anderem. Auch mystische Superhelden brauchen einen Ultraschall. Lasst uns das rausfinden. Oh, herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein Mädchen. Oh, danke, Doktor. Wow. Was? Also ein Junge. Die Geräte können manchmal falsch sein. Bin ich das? Ich halluziniere. Das Baby ist genau wie ich. Oh, Doktor, geht's dir gut? Wach auf! Wir sind so hungrig. Danke. Was soll ich bestellen? Bunny, was willst du? Wow, das Baby ist wie ein echter Magnet. Wow, er ist genau wie ich. Kinder, ihr wisst schon. Ja, man sollte das Besteck in der Nähe wirklich festhalten. Das ist unser letzter Kampf, Cranker. Ich wette, das ist er. Du hast verloren. Ich habe eine Granate. Was? Ha, glamourös. Rauch? Warum ist er rosa? Jemand hat dir einen besseren Streich gespielt als ich. Hey Leute, Schätzchen, das war ich. Ich habe Neuigkeiten. Wir kriegen eine Tochter. Überraschung. Ernsthaft? Glückwunsch. Ich muss nachdenken. Wo ist er hin? Mach dir keine Sorgen. Ich leuchte mit meiner Taschenlampe und er wird zurückkommen. Und dann kaufe ich dir was Leckeres. Doktor, aufwachen. Wachen Sie auf. Was? Wo? Wann? Wer hat mich aufgeweckt? Ich bin eigentlich hier drüben. Ich bin wegen des Ultraschalls hier. Es gibt eine Störung. Ich weiß nicht, was los ist. Ich würde Ihnen raten, weniger Gebäck zu essen. Sie wollen also andeuten, dass ich dick bin? Sie haben einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe genug von Superhelden.
Schatz, ich habe einen Apfel. Ich mag überhaupt keine Äpfel. Das ist das Problem mit meinen Kräften. Versuch Nummer 2. Vicky, eine Banane? Ich will sie nicht. Ich mag keine Bananen. Wie wäre es mit Mandarinen? Auf keinen Fall. Wie wäre es mit einer Birne? Nein. In solchen Momenten scheint es einfacher zu sein, das Universum zu retten, als eine schwangere Frau zu befriedigen. Es gibt eine Sache, die helfen wird. Strange Man hat beschlossen, die Zeit vorzuspulen. Er ist ein echter Schlauberger, nicht wahr? Er ist so süß. Ich werde einen Apfel essen. Iss, Schatz. Äpfel sind gut für dich. Bekomme ich Gäste? Titanos, gib uns zurück, was uns gehört. Ja? Na, das werde ich ja sehen. Schon wieder? Tut mir leid, deine Steine sind weg. Du hast gekniffen. Bin gleich wieder da. Na gut, ich warte hier. Ich hoffe, er verschwindet diesmal nicht. Hast du meine Steine gesehen? Siehst du nicht, dass das Baby schläft? Ich brauche die Steine, um den Commander und den Käfer verschwinden zu lassen. Hier. Gib sie mir zurück. Das Baby mag sie. Wie soll ich ohne Steine kämpfen, hä? Wage es ja nicht, mich anzuschreien und das Baby aufzuwecken. Unser Papa Titanos ist selbst wie ein Baby, nicht wahr, mein Sohn? Oh, Bonbons. Ew, die will ich nicht. Die sehen nicht appetitlich aus. James? Oh, du bist hier. Nein, danke. Bring mir einen Tee. Hier ist dein Tee. Der ist nicht süß. Ich werde weinen. Hier, Zucker. Ich will keinen Tee. Was ist mit Soda? Auch nicht. Was willst du dann? Es kann super schwer sein, es Supermaid recht zu machen. Das will ich nicht. Schon wieder? Kuchen? Wow. Mit diesem Blick kann man wohl Steine aus Kuchen schneiden. Dein Stückchen. Es ist, was ich brauche. Endlich. Nein, nein, bring eine Gabel. Wir sind doch kultiviert. Lass mich in Ruhe essen. Es ist irgendwie schwül hier drin. So, das ist besser. Es ist viel ruhiger in Mrs. Fantastics Familie, da sie überall hinkommt und sich nehmen kann, was auch immer sie will. Da ist eine Sache, die ich vermisse. Oh, Schatz, brauchst du was? Ja, ich brauche eine Umarmung. Ja? Na gut. Du bist meine Süße. Was ist das für ein Geruch? Ew, Baby, das bist du. Kein Problem, wir bringen das in Ordnung. Er verschwindet wieder. Oh, ich weiß, wie ich anrufe. Bad Boy ist hier. Schatz, was ist los? Es ist das Baby. Sei direkt. Kannst du es nicht riechen? Wonach riecht er denn? Riech selbst dran und du wirst es wissen. Ugh. Hey, werd nicht ohnmächtig. Alles klar, wie kann ich helfen? Windeln? Okay. Hier. Soll das ein Scherz sein? Hängst du oft mit Pranker rum oder so? Probieren wir es aus. Bist du verrückt? Nimm das weg. Was soll das? Ich habe eine Idee. Hier, das sollte funktionieren. Das ist genau das Richtige. Ich muss fliegen. Ich wechsle die Windel und du riechst wie eine Meeresbrise. Welche Superhelden haben deiner Meinung nach das Kind mit den coolsten Kräften? Schreibt eure Antwort in die Kommentare unten. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!